Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Es geht weiter bei World of Goo. Was ich sehr charmant finde übrigens, ist mir heute aufgefallen, da ich jetzt im Information Superhighway bin, ist meine World of Goo Corporation jetzt virtuell. Beta. Oh Gott. Heidenei. Beste 80er Jahre Mod-Sounds. Kann ich mal gucken, ist jemand von euch im Netz und baut Gutürme noch? Könnte man ja quasi mal gucken, ob man sich trifft. Aber das wird eine extra Folge werden. Das mache ich nicht jetzt hier. Außerdem finde ich den Sound ein bisschen anstrengend. Ich möchte das dritte Kapitel Grapevine Virus spielen. Oh. Okay. So richtig viel besser ist die Grafik jetzt aber nicht geworden, oder? Vielleicht kommt es erst nach dem Level. Was ist das denn hier? Er sagt... Dieses Areal ist infiziert. Draußen bleiben. Tja. Also jetzt muss ich meine Goose hier wieder hochschießen. Das ist ja nun ein leichtes. Ich brauche 4. Mich jetzt ein bisschen stutzig macht. Ich habe hier echt jede Menge. Naja. Ups. Der ist ein bisschen schief gesprungen. So. Ups. Boink. Boink. Oh. Was passiert denn da jetzt? Aha. Die sehen lustig aus. Rot. Ich habe nur noch nicht so ganz raus, was die eigentlich machen. Sie fliegen wie die anderen. Irgendwie. So, und da es infiziert ist, werde ich das jetzt mal nutzen, um hier möglichst weit nach oben zu kommen. Ah. Ja, nee. Also. Ich denke, ich brauche hier so 5 bis 17 davon. Die müssen dann ganz nach oben. Zack. Und müssen möglichst nach unten an dieses... Autsch. Jetzt weiß ich aber auch, warum ich so viele habe. Schauen wir mal, ob ich das von hier noch... Boing. Billy, billy, billy. Switch. Und... Zudonk. Na. Sehr gut. Gedoink. Gedoink. Und gedoink. So. Plop.
Die sind auf jeden Fall nicht sehr elastisch, die kleinen Dingsies. Okay, und jetzt muss ich die untere Stelle finden. Klack. Ach, das ist ja ärgerlich hier. Nicht, nein, nicht, nein. Ernsthaft. Bis hier unten hin. So. Rote Bleepsies, bitte hier hoch. Du. Und du, roter Bleepsie. Poink. So, erstmal wieder hier das Gruppenwandern nach oben starten. Blieb, blieb. Ich denke, wenn ich geschickt wäre. Aber das Problem. Ah. Nicht! Mist. Vier Stück, ja? Ihr macht mir Spaß. Ich glaube, dass ich ab jetzt anfangen muss, das genau von unten aufzufüllen. Damit das Ding schlicht und ergreifend nicht allzu sehr anfängt zu wackeln. Na, oben rechts die Ecke. Immer das gleiche mit diesem Buß. Nur ein Stück Brot. So. Also brauche ich noch mehr Bleepsies. Piu, piu, piu. Und ich denke, einen muss ich jetzt noch von hier unten da dran setzen. Huch, Zylindensprung. Ja, vielleicht noch einen. Ich glaube, von hier unten komme ich noch nicht ran. Na, wie geil ist das denn? Das ist ja nur ganz blöde Scheiße. Vier Stück. Na, das kriege ich hin. Ja, quasi nur noch einer. Und den haben wir hier schon sitzen. Oh. Jetzt nicht ans falsche Ende anhängen. Jetzt können die da alle rüberspringen. Das in der Tat mal ein interessantes und sehr lustiges Level.
dazu. Ich habe natürlich immer noch keine Rekorde gebrochen, aber immerhin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. In der Hoffnung, dass danach die Grafik tatsächlich anders ist. Das nächste Level heißt... Na, wie heißt es? Grafik Processing Unit. Das klingt doch schon sehr danach, dass wir hier an der Grafik rumschrauben. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play zu World of Goo wieder oder einem anderen meiner Let's Plays. Derzeit zum Beispiel zu Roshar oder aber auch zu Sacred Citadel. Wenn es euch gefällt oder gefallen hat, lasst einen Kommentar, +1, einen Daumen, irgendwas in der Art da. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, zockt viel, zockt schön und tschüss.